Guten Tag. Hi Geri, wie geht's? Ich hoffe, es laggt dann nicht mehr, wenn ich jetzt im Game drin bin. Der Scheiß läuft halt nur Fullscreen. Ich mag Fullscreen ja überhaupt nicht. Ich spiele viel lieber in Borderless Windowed. Weil dann laggt's nicht so viel, wenn man raustappt, aber. So. Ich tu mir heute Dark Souls an. Es wird sehr kritisch. Ich war noch nie weiter als im ersten Gebiet halt. Also es ist basically Yes, blind. indeed. Ja. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, Pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Aldrich, Saint of the Deep. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. Lord of the profaned capital. Yon the giant. Will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that Ash seeketh embers. Ah, Character Creation. Okay. Die Cutscene ist so verdammt lang. Obwohl man einfach nichts macht dort. Also, obwohl die nicht zählen, meine ich. Obwohl sie halt nichts macht. Alter, ich hoffe nur, man muss den Giant nicht fighten. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe das Spiel damals bei Zombie gesehen. Alter. Komplett verschrumpelt, ja. Ich bleibe mal bei Young. Die Klaas. Okay, ich glaube, ich werde einfach wieder beim Knight bleiben. Ist eh mehr oder weniger Standard. So, die Frage ist, was nehme ich hier jetzt mit? Use the upgrade to fire weapons. Use to acquire many souls. Ist das.
Ist es dann One-Time-Use? Wird es immer recharged? Alter, ich kenne mich da null aus. Ich glaube, ich werde hier das Hidden Blessing mitnehmen, weil mehr Heal ist immer gut. Face Presets. Perfekt. Machen wir es so. Einfach Burly. So, die Age haben wir schon. Sample. Ja, Alter, Character Creation ist immer cool. Und Geri, geht dein Internet schon besser oder ist einfach komplett lost, so wie immer? So, Alter, wir machen uns eine coole Skin Color. Komplett Purple. So. Ah, oh, fuck. Ich bin retarded. So. Ah. Passt schon so Features. Parent Age. Was macht das für einen Unterschied? Okay. Also recht. Ziemlich maskulin, der Dude. Komm, machen wir einfach goldene Mitte. Face Shape, Alter. Warum? Forehead Depth. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Lust, überhaupt jetzt 5 Stunden im Character Editor zu verbringen. Okay, das da oben ist sowieso alles von den Haaren bedeckt, erstmal. Ja, gut. Eis, so, Eis Position. Oh Gott. Okay, nee, ich möchte einen halbwegs normalen Charakter haben. Warum sieht das alles so weird aus, Alter? Nose Ridge, Alter, als ob mir die, Alter. Die Nase ist mir doch egal. Wunderschön. Alter, eindeutig. Ja, nee, lass mir die Nase mal normal. Das auch. Cheeks. Sind wir eigentlich sehr egal, muss ich auch sagen. Eigentlich ist mir der komplette Charakter aussehen egal, weil, ich meine, probably werde ich da sowieso die ganze Zeit einen Helm oder so drüber haben. Auch wenn ich nicht mit sehr viel Rüstung spielen werde. Cheekbone, ja, der kann fett sein. Beim Bassett-Zahn war OP waren wir auch nicht. So, Lips, Mouth, Chin, Jaw. Ja, komm. Her. Ich wollte. Okay, das macht sie automatisch. Ich meine, ich könnte hier meine Frisur nehmen, aber das sieht man leider ein bisschen zu wenig Haare. Keine Ahnung, Hair Color. Endlich müsste ich dem jetzt was richtig Krebsiges geben. Okay. Brow. Ja, komm, egal. Und Beard. Fix. Pupils. Right pupil. Okay. Cosmetics. Tattoos. Gibt es hier irgendein Schwert oder ein Schild oder sowas? Okay, warte.
Dann haben wir hier eine coole Story. Ja, okay, nee, das sieht man nicht mal, dass es ein Schwert ist. Perfekt. Ja, passt. Dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach an. Keine 5 Stunden im Editor, wie andere Leute vielleicht bei Sims, zum Beispiel Gronkh. Einfach komplett 4 Stunden Folge 0 Charakter erstellen. Wo genau habe ich mein Handy liegen? Ach, egal. Okay. Es laggt, oder? Ja, es laggt. Ich möchte nicht, dass es laggt. Kann ich die Grafik runterstellen? Blood on Hard Music Sound Effects. Quality Settings. Auch mal auf Medium. Geht es jetzt besser? Oder liegt es im Internet? Warte, ich tappe hier mal raus. Nun, was mache ich aber jetzt nochmal einen Firefox zu? Den brauche ich eigentlich eh nicht mit OBS. Memory-Auslastung 94%. Ich habe 16 GB RAM. Was verbraucht zu viel? OBS? Ja, macht Sinn. GuardX? Ja, keine Ahnung. Und die ganzen Firefox-Tabs. Ja, okay, dann wird Firefox auf jeden Fall gejiedet. Ja, okay, es wird besser. Gut. Lagged Frame Detected. Ja, ich weiß, dass da ein Lagged Frame Detected war. 26% over last 2 minutes. Ja, okay, das ist ein bisschen scheiße. Es könnte sein, dass mein RAM-Stick, dass einer meiner RAM-Sticks kaputt ist. Das wäre nicht so cool. Ansonsten, ja, notfalls grade ich halt meinen RAM ein bisschen ab, ist auch nicht so schlimm. Wofür gibt's Amazon? Ja, es ist auf jeden Fall flüssiger, denke ich mal, oder? Hoffentlich. Meine Lost Frames steigen auf jeden Fall nicht mehr, also wird schon passen. So, die Steuerung brauche ich mir nicht mehr anschauen. Ich habe heute Nacht schon ein bisschen gezockt, wo ich mich dann entschieden habe, dass ich das hier streamen werde. Also Steuerung habe ich halbwegs intus. Ich meine, ich bin trotzdem scheiße as fuck. Das erste, was ich mache, ist zumindest den. Ne, okay, ich muss Helm und das oder. Warte, wo sehe ich, wie viel Defense es mir gibt? Ich bin Pro hier, ne? Natürlich. Resistances, Absorption wahrscheinlich. Ja, okay, wie viel macht der Helm? Der macht mehr. Okay, dann jeden wir die Handschuhe weg noch. Topless Boy. Also, ich habe gestern, wo ich das Tutorial hier gemacht habe, habe ich den Tutorial-Boss gefirst-tried. Das wird heute definitiv nicht nochmal passieren. Ich wüsste nicht, wie ich das nochmal schaffen sollte. Ich weiß ja nicht mehr, wie ich es gestern geschafft habe. Der hatte Loot. Loot, Fading Soul. Also im Großen und Ganzen kenne ich mich mit Dark Souls absolut nicht aus, bis auf die Tatsache, dass ich halt ein Let's Play angeschaut habe. Vor ein paar Jährchen. Und jetzt die letzte Woche Zombie die ganze Demon Souls gespielt hat und mir das Bock auf Dark Souls gemacht hat. Und ich habe das halt schon seit Jahren in meiner Steam Library, aber ich habe es nie gespielt.
weil ich mich einfach einmal verlaufen habe und dann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Orientierungssinn ist da, ich schwör. So. Die Frage ist jetzt, wo waren hier die ganzen Gegner? Ich glaube, hier war ein Bonfire, oder? Ja. Richtig lit das Bonfire. So. Ich werde wahrscheinlich während ich fight eigentlich meistens nie was talken, kann ich mir vorstellen. Ich höre noch jemanden hier, ja. Okay. Das Ding ist halt, was mich ziemlich zur Weißglut bringen wird, ist Stamina. Ich hasse es in jedem Spiel, egal welches, wenn man während man angreift mit normalen Attacken Stamina verbraucht. Sowas fuckt mich einfach mega ab. So. Waren das alle Gegner, ich glaube. Egal. Jetzt wird das mal beim Boss verreckt, beim Tutorial. Komm, Brudi. Au. Ich hätte vielleicht wirklich nicht für den Boss die Rüstung schon ausziehen sollen, aber. Alter, wie lange braucht er für die scheiß Attacks? Au. Au. Komm, Junge. Heal dich. Meine, wenigstens braucht er lang für die Attacks, aber das war's auch schon wieder. Okay, Stamina holen. Okay, der macht da Damage. Wusste ich voll, ich schwör. Ich werde sterben. Au. Letzter Heal. Fängt schon mal sehr gut an. Au. Ich dachte, der springt. Fuck. Ja. Geri, fix einfach dein Internet, kann doch nicht so schwer sein. Oh, aber ging besser, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich meine, gestern, keine Ahnung, Alter. Locker easy first try, obwohl ich Rüstung an hatte und einfach nur langsamer dodgen konnte. Aber ne, man kann halt nicht immer so viel Luck haben. So, komm her, Brudi. So. Ab durch den Nebel. So, zuallererst hätte ich gern meine Seelen wieder. Guten Tag, wie geht's? Keine Ahnung, wie weit entfernt ist, wollte ich sagen. Komm. Alter, ich war doch gerade in der Rolle noch. Au! Alter. Ich hasse mein Leben. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich noch lebe. Ich. Ja, genau.
Okay. Ho. Brudi, chill. Au. 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 Weggekombot. Warte, ich habe ja noch einen Heal. Sagte er und starb. Ja. Ich wollte es gerade usen. Ah. Gut, dass noch keiner wirklich zuschaut, dann gibt es keinen Death Counter. Oder zumindest niemand, der mitkriegt, wie fucking scheiße ich verreck. Ich frage mich gerade wirklich, wo zur Hölle habe ich mein Handy hingelegt? Wenigstens kriegen wir hier noch ein paar Seelen mehr. Vielleicht geht sich dann ein Level mehr aus. Oder sowas. Ich wollte ihn voll treten. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie genau man das macht. Aber ich habe es gemacht. Ja komm, scheiß auf den. So, wo liegen denn meine schönen Seelen? Direkt da. Guten Tag, wie geht's? Ich hab vergessen, dass er springen kann, Alter. Fucking Mario. Au. Wenn ich mal früh genug B drücken würde, dann wird der normale Boss hier die erste Phase komplett klar gehen. Aber leider bin ich halt retarded. Kann man nichts dran ändern. Und ich verbrauche natürlich wieder mein ganzes Stamina. Warum bin ich so? Oh Gott. Das wäre mein Tod gewesen. Oh fuck. Das ist mein Tod. Ich nehme es zurück. Nicht das Blocken? Oh, verfehlt einfach. Geht natürlich auch. Lol, was? Als ob man den einfach umschlagen kann. Ja. Easy peasy. Erstmal das Bonfire anzünden. Ember restored. Okay, cool. Keine Ahnung, was das heißt, aber ist halt so. Open. Okay, warte, ich mache nochmal hier. Es wird wahrscheinlich wieder kurz lang. Ich gehe schnell in Discord rein und setze mich in den Voice, falls wer talken will. Und ich suche ganz schnell mein Handy. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da und Discord ist immer noch nicht offen, Alter. Downloading Update, sehr gut, das ist sehr gut für das Internet. Komm, bitte, just do it. Downloading Update 5 von 5. Nee, Sammy, nicht für dich. Guten Tag, wie geht's? Warum lädst du jetzt noch mal Updates runter, Discord? Was ist los mit dir? Starting, danke. Wir wissen es gleich, hoffentlich. Sammy! Discord, bitte starte doch!
Was los? Einfach 10 Minuten gefühlt. Danke, so. Jetzt musst du noch reagieren, wenn ich draufklick, bestenfalls. Und Streaming Channel. Perfekt. So. Alter, Sammy, ich glaube, irgendein RAM-Stick ist kaputt. Muss ich mal upgraden demnächst. Weil Dark Souls verbraucht einfach 1,5 GB Memory und das zeigt dann 90%. So, Spiel, kannst du bitte reagieren? Das wäre cool. Ah. Ah. Ach ja. Ich lasse einfach mal kurz so stehen, damit es vielleicht den ganzen Shit wieder laden kann, weil Fullscreen ist ja immer cool. Du verdienst du jetzt genug? Ja, mein erstes Geld kriege ich im Jänner. Also dieses Jahr noch nichts Geld. Außerdem brauche ich vorhin erstmal eine Beleuchtung für den Greenscreen, weil sonst kristelt der Scheiß hier so. Also, nee. Obwohl, ich meine, RAM-Sticks kosten ja nicht viel. Aber ich will halt auch nicht irgendwelche Billo-Trash-Boys nehmen. Warum war das jetzt kein Backstep, Junge? Okay, ja, egal. So, ich meine, das Gebiet hier kenne ich noch. Das ist ja immer noch mehr oder weniger Tutorial-Gebiet. Das war sehr dumm von mir, alle gleichzeitig zu brüllen. Au. Au, Junge. So benutzt man keinen Speer, Brudi. So, da unten war noch ein Weg, genau. Das heißt, joink. Und Loot holen. Alter, ich hasse es sehr mit Controller zu spielen, aber auf Tastatur und Maus, so spielt man einfach kein Dark Souls. Nimm eins mit Leid, die sind sexy, was? Ach, mit LED, mit LED, Alter. Ich bin auch schon komplett hängen geblieben wieder. Also ich glaube, wenn ich erstmal ein bisschen Geld habe und vielleicht renoviert habe, besseres Internet zugelegt habe und so ein Shit, dann werde ich mir einen komplett neuen PC kaufen, dann so gut wie er geht. Weil es kann auch nicht sein, dass ich einfach gerade nur so Platz habe, die Capture Card reinzubringen. Wirklich so, dass ich Angst habe, muss ich fast die fucking Grafikkarte verbieg. Okay, hier oben war ich tatsächlich nicht. Den Weg habe ich komplett übersehen. Was gibt's hier? Ist der einfach an den zwei Boys verreckt, so ein Opfer? Der ist hier noch unten. Ist hier noch irgendwas? Ich habe nicht gesehen, was ich aufgehoben habe, aber ist mir auch egal. Egal! Da connectet sich der Gang hier? Nee. Guck mal, habe ich literally im Tutorial was übersehen. Schenkt einen Geri, Alter, nee. Wenn, dann verkaufe ich mir an. Ich meine, ich brauche doch Geld. So, dann habe ich schon gekillt. Ha! Ich merke mir nicht mal, welche Gegner ich schon umbringe. Alter, warum geht's hier noch so krass weiter? Ich glaube nicht, dass ich dich fighten sollte. Ich mach's trotzdem. Okay, ja, das sollte ich wahrscheinlich wirklich nicht machen. Au! Ist das Gift? Nee, ich bin verblutet. Ich verblute gerade, oder? Ich glaube, dass es Blut ist. Mittel chill. Au! Wäre cool, wenn es jetzt einfach runtergerollt wäre. Ah, fuck, ich wollte parryen. Mann, ich kenne doch das Moveset von dem Boy da nicht. Naja.
Ich merke mir einfach, dass da links ein Weg ist und komme irgendwann, wenn ich ein bisschen gelevelt habe, wieder. Dann gibt es das Problem nicht. So, wo waren jetzt hier die ganzen Gegner? Hier sind zwei. Schlag doch nochmal zu. Ach, kein Stamina. Ja, ich liebe Stamina. In jedem Spiel, ich liebe es, absolut. Bevor ich merke, dass mein Stamina leer ist und dass deswegen nichts geht, bin ich immer tot. Also wenn es irgendwie so ein Soul-like gibt, wo es kein Stamina gibt, Alter, ich würde es lieben. Aber Stamina-Management gehört halt leider auch dazu. Natürlich schießt er den noch ab. Gehört halt leider auch dazu, nur ich kenne es halt von keinen Spielen, die ich spiele. Muss ich mich auch erst dran gewöhnen. So, da sind meine Seelen. Joink. Und nach rechts müssen wir noch gehen. Als ob hier kein Gegner ist. Hallo Togo! Komm, komm, wir gehen spazieren. Junge, geh runter. Und tschüss. Sammy, wie war denn dein Tag? Wie geht's so? Mein HP ist einfach wieder fast gar nicht vorhanden, Alter. So. Love ahead. Okay. Schön der Sessel, Alter. Warum ist der nicht hier, Alter? Dein spielt Dark Souls? Sind nicht eher nur so Max und Sanji auf der Dark Souls-Schiene? So, ich hätte gerne generell ein bisschen mehr HP. Aber nicht so viel, machen wir einfach mal auf 14. Keine Ahnung, ich habe halt keinen Plan, wie ich skillen soll. Oder was sich was bringt oder irgendwas. Endurance erhöht Stamina. Und auch die Defense. Erhöht Strength auch die Defense? Ja, aber. Ja, genauso viel eigentlich. Vitality auch. Macht jeder Skill Point Defense hoch? Auch Intelligence? Ja, als ob. Ja, okay, dann ist es von der Defense ja schon mal egal, wo ich rein skill. Nehme ich dann nochmal Endurance, nehme ich. Ach komm, mach mal so. Wird schon passen. Wenn nicht, dann halt nicht. Okay. Dann hier gibt es einen Shop, glaube ich. I'm on the two, ja, cool. Ich habe jetzt keinen Bock, 7 Minuten hier stehen zu bleiben. So, was kann man hier kaufen? Firebombs, warte. Dried Finger. Should only be used with the greatest of caution. Unlimited use. Hier ist Magic. Ich habe keine Ahnung, wie ich die usen kann. Weil ich habe bei dem Spielstand, den ich gestern angefangen habe, habe ich actually, habe ich ein Spell equipped. Und ich konnte da nicht usen, keine Ahnung wieso nicht. Ja, wie gesagt, dass Dan überhaupt Dark Souls spielt oder irgendwie Souls Game, wäre mir sogar ziemlich neu. Ach komm, den lassen wir reden, der ist wichtiger. Alle drei Teile gesucht. Naja, egal. Infuse Weapon, ich habe keine Ahnung. Warte, Allot Estus. Ich habe sowieso kein.
Shit, der Mana braucht. Infuse Weapon. Mit was infused man die? Longsword. Refined. Ah, Raw Longsword. Alter. Fire Gem. Warte, wie viel Damage macht das jetzt? Kann ich das? Jetzt gerade macht es 110 plus 15. Das wird es 99 plus 24 machen. Das wäre insgesamt weniger. Aber der Attribute Bonus wird mehr. Was bedeutet das, wenn der Attribute Bonus mehr wird? Hä? Ich meine, Raw hat dann gar keinen Attribute-Bonus. Ah, der Bonus ist das, was rechts daneben steht. Okay. Okay, okay. Attribute-Bonus macht bei Physical mehr und bei... Was macht er mehr noch? Ist es nicht... Gibt es mir Skill-Points, wenn ich die... Ach, also, okay, ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich absolut nicht aus. Warte. Hehehe, die gute Dark Souls-Sache. Wollte Max nicht noch kommen? Der Arsch, keine Ahnung, aber... Warte, ich habe jetzt... Da rechts habe ich Dexterity 12. Wenn ich das jetzt hier... Dequip? Nee, es bleibt gleich. Ach, es macht generell... Ach, die haben generell die Guard Absorption auch noch dazu, alle. Und das ist, wenn man dann selber guardet. Ah... Ja, ich blick durch. Komplett natürlich. So. Dann stecken wir mal unser Schwert ran. Bonfire lit. Okay. Ah, nee, warte. Da ist jetzt noch ein Boy, von dem lernen wir noch eine Geste, glaube ich. Genau da. Als ob ich schon wieder eine Dreiviertelstunde live bin. Hä? Hä? Was? Dreiviertelstunde noch nicht mal im ersten Gebiet. So, Travel. High Walls of Lothric it is. Armor named after God of War. So, wo sind wir denn hier Schönes? Los, Stream Among Us, nee, sicher nicht. High Wall of Lothric. Wow, direkt ein Bonfire. So, ich weiß, dass es links lang geht, also gehen wir zuerst rechts lang. In dem Gebiet kenne ich mich noch ein bisschen aus, zumindest. Hallo Doggo, wie geht's? Ich hätte nicht expected, dass du mich auf die Range schon anchargen gehst. Komm her, Bruder. Ich wollte dich nicht treten. Ganz langsam runterfallen. Ist ein Archer, fuck. Ich höre einen Doggo hinter mir, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Kommt der hoch? Ja, da ist er. So, dann. Wo genau steht der? Ist der runtergejumpt? Der ist runter. Warum ist der runtergejumpt? So.
Warum macht mir eigentlich der Pfeil Damage, wenn ich ihn mit dem Schild abblock? Ah, natürlich. Ich hasse Stamina wirklich abgrundtief. Oh. Da ist noch einer. Oh boy. Oh. Da war ich ein bisschen greedy. Muss ich mir abgewöhnen. So, das dürfte mal. Der eine dürfte von hier unten gewesen sein. Hier schaltet man eine Abkürzung frei später. Genau. Ich habe keine Ahnung, was man mit diesen Souls macht. Kann ich die einfach usen oder so? Inventory? Use the Curse Mission of Souls. Okay, das ist smart, wenn ich die alle collect und die dann erst im. Bei einem Shrine oder wie. Ja, ne? Use. Damit ich dann die Seelen nicht verlieren kann. So, was geht hier oben ab? Crossbow-Typ. Gut, dass ich den gekillt hätte, Alter. Ho. Was ist das jetzt mit Pfeife gebraucht? Keine Ahnung, vor 3-4 Monaten. Denke ich mal, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und das ist jetzt immer meine Freunde halt bei mir, aber ich benutze jetzt die Snooze. Also ich use immer die Zinn Dark Frost, weil die halt einfach die strongsten sind, die ich kenne. Selbst wenn nicht so viel Nikotin drin ist. Und seitdem, ja, keine Ahnung. Wenn die anderen die Shisha machen, also mein Hals wird sehr fucking leicht kratzig und ich möchte keine Shisha rauchen, wenn mir der ganze Hals davon wehtut dann später. Aber für die anderen ist es erst richtig, wenn die so ein bisschen kratzen. Deswegen, wenn meine Friends da sind, was so ziemlich der einzige Zeitpunkt immer ist, wenn ich Shisha rauche, dann, ja, ziehe ich nicht sehr oft an der Shisha, sagen wir es so. Oh, den habe ich komplett vergessen gehabt, cool. Bisschen Seelenfarm. Hör auf so rum zu screamen, Alter. Juckt doch eh niemand, wenn hier alle sterben. Oh, das war mehr Glück als Verstand, cool. So, da wird das Desert Corpse. Komm, du verreckst auch noch. So. Dann. Da hinten ist so ein Screecher. Nö. Haben wir. Hab ich die beim letzten Mal überhaupt gekillt? Nee. Au! Als ob der noch lebt. Dann müsste ich mal einen Heal. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie bekommt man die Estus Flasks wieder, wenn man normal spielt. Ich weiß aber nicht wie und wodurch. Zumindest weiß ich es noch nicht. Oh. Ja, das war doch obvious, dass der lebt. Dass er wieder rumleuchtet hier. Binoculars, ja, die werde ich auch voll brauchen. Ja. Dann ab nach unten. Meine Mausi musste einfach von Snooze kotzen, dann hat sie zu starke genommen. Muss sie erst dran gewöhnen. Ich meine, von den Sibirier, wo 44 Milligramm Nikotin drin sind, habe ich glaube ich auch einmal gekotzt, aber da habe ich mir irgendwie 6 Stück hintereinander reingeballert. Innerhalb von 4-5 Stunden. Kann man auf den Drachen drauflaufen? Nee, oder? Kann ich ja irgendwie. Hä? Warum. Warte. Kann ich über den Schwanz da hochlaufen, ernsthaft? Als ob das geht. Warum geht das?
Wait, warum sind hier Stiegen? Nee. Bravery required ahead. Kann man da runterspringen? What the fuck, wo ist das? Als ob hier noch. Ja, okay. Warum nicht? Dann. Hallo, Gebiet, was ich nicht kenne. Wo doch, das kenne ich irgendwie. Ist das eine Abkürzung einfach, eiskalt? Es ist einfach ein anderer Weg. Okay, cool. Das ist, das hat mir nur das Item gebracht. Ich möchte den Text da oben lesen. Junge, geh da hoch. Jo. Wie? Sieht überhaupt nicht buggy aus oder so. Nee, nee. Ich schaff das jetzt. Wenn es das Letzte ist, was ich mache heute. Gibt's einen Stream, ich versuche auf einen Drachen zu klettern. Einen Drachen zu besteigen. Junge, geh da nach oben. Es funktioniert doch. Ich weiß es doch. Also ich weiß es nicht, aber ich denke es. Aufhören abzurutschen, das wäre cool. Okay, da muss ich dann springen, da komme ich nicht weiter. Warum kann man nur während dem Sprinten springen, Alter? Das ist ja unkontrollierbar, wird. Wie ist der da hochgekommen? Von hier kann man ja nicht springen oder so einfach, oder? Nee. Das habe ich auch schon getried. Warum kann ich die nicht einfach von hier lesen? Egal. Firebombs. Die equippen wir auch einfach mal. Firebombs sind immer nützlich. So. Die Stelle, ich erinnere mich. Also ich hasse generell alle Gegner, die ein Schild haben. Die sind alle einfach fucking retarded strong. Größtenteils. Zumindest die Ritter sind. Also die komplette Rüstung haben. Try Safe Zone. Ja, ich bin in der Safe Zone. Guten Tag, Mr. Drachenboy. Kill mal bitte die Gegner da für mich. Warum überleben die das jetzt? Hallo? Speier bitte nochmal Feuer. Danke sehr. Oh, da steigen die Seelen. So, und gleich kommt ein großer Haufen Scheiße auf mich zu. Wo ich sehr fucking oft verreckt bin. Denn da oben ist einer dieser besagten Knights. Wenn er hier lang kommen wird. Erstmal Snooze rausgeben. So. Kommt der Knight hier noch? Ja, nein? Ah. Ich höre Schritte. Da ist er. Guten Moin. Komm mal bitte hierher. Ich würde dich bitte nicht hier oben fighten wollen. Genau. Ja, Junge! Ich hasse Stamina, Alter. Ich hasse es so sehr. Der macht normalerweise immer drei Angriffe. Und jetzt, wenn ich einmal ready zum Parryen bin, sagt er, nö, mach zwei. Junge, geh weg, du Knaller! Oh, Alter. Ich hab doch... Das war nicht die letzte Combo. Es ist so retarded. Das Spiel erklärt dann noch nicht, dass man... Die letzte Attack aus der Combo parren muss. Das musste ich selber herausfinden.
Ja. Ach ja. Ich wollte den da schon. Warum bleibst du an dem Boy hängen? Instant Heal wasten, cool. Ach, der da unten ist gar nicht aggro geworden. Der da auch nicht. Perfekt. Nehmen wir die paar Seelen nochmal mit. Junge, wie hast du das überlebt? So. Jetzt aber. Erstmal den hier nicht backstabben, weil mein Charakter einfach keinen Bock hat zu backstabben. Den apparently auch nicht, cool. Okay. Fuck, der hat was gedroppt. Passt das Spiel von der Lautstärke her eigentlich eh alles. Und ich auch, weil ich habe einiges an der Audio umgestellt ja, seit dem letzten Mal, weil neues Headset, was jetzt nicht geht. Nicht mehr. Hurra. Jetzt ist Lockdown, jetzt kann ich nicht umtauschen gehen. Wie? Du stehst mitten in den Flammen und bist nicht verreckt. Komm, geh auf Abstand. Als ob der da kein Damage kriegt. Wenn ich da jetzt stehen bleiben würde, würde ich einfach instant sterben. Passt, also der Stimme ist a little bit sadder als das Game. Ja, ich meine, soll ja bestenfalls auch so sein. Wenn ich genauso laut bin wie das Game, dann versteht man mich nicht. So, dann snacke ich mir meine Seelen. Und dann hoffe ich, dass ich ihn diesmal killen kann. Komm, fokus ihn an und Wurf. Jetzt schnell runter, hier viel wechseln und bereithalten. Junge, wie viel Damage macht der Shit? Heal dich, heal dich, heal dich. Es geht nicht. Warum machst du jetzt wieder eine Vierer-Kombo, du kleines Wichskind? Ja, geht doch. Oh. Schnell heal. Ja. Einfach komplett in hier gewastet. So. Jetzt snacke ich mir die zwei Gegner da noch. Wenn ich treffen würde. Vergiss jedes Mal, dass der ein Schild hat und mir aushält. Oh. So schon wieder gefährlich close. Hier oben ist da ein Gegner noch. Ach, so ein Opfer. So, dann hole ich mir das Item und dann gehen wir da rechts nach oben. Firebomb. Dö. So, ist da noch ein Gegner? Nee. Oh, perfekt. Die Frage ist, soll ich jetzt direkt leveln gehen oder gehe ich einfach weiter? Ich glaube, ich level einfach mal, dann habe ich schon zumindest die Seelen gesaved.
Jetzt muss ich auch schauen, wie viel diese Seelen-Items angeben, weil ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass man die usen kann irgendwie, um Seelen zu bekommen. Also wenn ich jetzt hierher gehe und dann sage, okay, use. Ja, okay, die 50 Seelen sind halt wirklich nichts. Habe ich jetzt alle geused? Nee, kann ich irgendwie sagen, use all? Nee. Jetzt mal die, die geben wie viel? Wahrscheinlich 100? 200, ja. Okay, nehme ich, nehme ich. So, wenn ich jetzt hier sage, you selected, macht es dann alle? Es, ah, dann macht, dann kann ich alle auswählen. Plus 800. Und den hier. So, wo ist denn die Upgrade Princess? Take Nourishment, ja, mache ich. Ich glaube, ich gehe mal 15 auf Vigor. Strength mache ich auch auf 15. Dexterity macht, macht was genau? Attack Power hoch. Equip Load wäre eigentlich auch nicht so schlecht, aber egal. Das lassen wir mal. Attunement brauche ich nicht. Bist du noch live, Bro? Alter, ich, keine Ahnung, ich stream doch erst eine Stunde, solange ich Bock habe auf das Game halt. Faith, Luck, Intelligence. Was raised Intelligence? Magic, okay. Jetzt wird meine Defense nicht mehr mit hochbufft. Aber Strength und Co. Ja, passt, dann gebe ich einfach nochmal einen Strength ran. Oder gebe ich den, ich gebe den Vitality ran. Confirm. Okay. So. Dann warten wir, bis der Knight da wieder rausgeht. Dann möchte ich nicht nochmal fighten müssen. Also meine Life-Bar ist auf jeden Fall ein bisschen dezent größer jetzt. Der Twitch-Chat funktioniert auch mal, Alter. Guten Tag, Max, wie geht's? Ach komm, da sprint ich einfach ran. YOLO oder Dolo. Sage ich dann nur zu. Oh, ich hasse Stamina! Ah! Nach unten ist dann später ein Sekret. Ich clear schon mal die Gegner, einfach für die Seelen. Mir geht's recht gut, Alter. Ja, anscheinend dem Twitch-Chat ging es aber anscheinend nicht gut, laut dir. Junge, fokus den doch, wenn ich die Taste drück. Ich find's so scheiße, dass es keine Funktion gibt, dass man den. Dass man gegen ein Auto fokust. So. Guten Tag. So. Vielleicht geht es ja am PC besser. Ist es wahrscheinlich nicht der Fall. Würde ich mal annehmen. PC ist immer besser. So. Mailbreaker. Ist das gut? Warte. Invent Equipment. Okay, warte. Ich muss hier zum Vergleichen. Ja, okay, nee. Das ist so gut überall schlechter. Sogar auf dem Attribute Bonus. Sorry, aber Game of Thrones, ja, pff. Game of Thrones braucht man nicht. So, hier ist doch auch sicher noch einer unten, oder? So, ob hier kein Gegner ist, what the fuck? Ist das überhaupt Dark Souls? It's locked.
Ja, ich weiß auch, wo man den Schlüssel kriegt. Dann habe ich, das war das Letzte, was ich gestern gemacht habe, den Schlüssel holen und dann usen gehen. Ich hätte jetzt kichern müssen, wenn das Explosionsfässer gewesen wären. Nicht einfach in die Luft geflogen wäre. Doch, denn da ist der Death Counter sogar. Das bin ich hier. Ja, gut. Ey, so hoch ist er noch nicht. Es dürfte noch unter 10 sein. Aber auch nur, weil ich hier gestern die Routine reinbracht habe schon. Oh Gott, das war close. So, dann machen wir jetzt hier die Jeezy-Methode. Nämlich einfach, bevor er sich transformt, killen. So einfach geht's. Warum hat es jetzt schon wieder Frame-Einbrüche gehabt gerade? Beziehungsweise warum hat es gerade Frame-Einbrüche? So, den Käfer dort hätte ich auch lieben. Brudi, komm, bleib. Danke. Boah. Okay, das heißt, ich könnte mit dem Raw Gem jetzt meine Weapon upgraden, aber ich habe keinen Plan, ob sich das lohnt oder so ein Scheiß. Also lasse ich es mal. Und 10, das Kampf uns wirklich mehr weh. Ja. Noch ist alles ganz easy peasy. Au, natürlich trifft mich das Arschloch. Die Message ist auch einfach die beste. Tryfinger. So, bevor wir jetzt da runter gehen, da geht es nämlich weiter, gehen wir dann erstmal hier lang. Also nicht wundern, wie gesagt, ich habe gestern 4 Stunden gezockt oder so und bin halt ein bisschen in dem Gebiet voran. Also wir sollten relativ schnell auf dem Stand von gestern sein, Alter. Da greift er auch nicht mehr an. Cool. Und dann geht das Sterben wieder los. Weil ich bin gestern einfach nicht mehr weiterkommen jetzt gegen Ende. Oh, eine Titanscherbe, nice. Junge, wo kommst du her? Boah. So, und jetzt kommt das Problemkind hier. Die Ritter mit den Speeren finde ich irgendwie tausendmal schwieriger als die mit dem Schwert. So, ich finde es halt schade, dass man nicht wirklich geduckt gehen kann und sich stealthen kann, sondern nur so langsam hinterhergehen könnte. Junge! Okay, das Healing Blessing hatte ich wirklich nur ein einziges Mal. Das hätte ich jetzt vielleicht dann doch nicht so wasten sollen. Alter! Da greift die Wand an so ein Opfer. Ja! Lol, ich bin nicht verreckt an ihm. Das ist schon mal ein großes Wunder. Guten Abend, Mirida, wie geht's? Alter. So. Green Blossom, was sagt das hier? Rolling ahead. Ja, nee, dann nach unten. Ja, ich weiß, da liegt ein Item, aber da kriege ich erstmal die Gegner da unten. Den Fehler habe ich gestern gemacht. So. Ist ein Hassliebe mit mir. Also ich persönlich mag ja auch schwere Spiele. Aber ich habe mich irgendwie nie dazu überwinden können, Dark Souls zu spielen. Warum ist bei Attribute Bonus bei D das Rot, obwohl das andere auch D ist? Ja, egal. Auf jeden Fall, ich habe gestern halt mehr oder weniger zum ersten Mal ein bisschen gespielt.
hier in dem Gebiet irgendwie so 3-4 Stunden habe ich da ein bisschen rumgewastet und das erste Gebiet hier ein bisschen angefangen. Das heißt, ich kenne mich hier jetzt schon ein bisschen aus, aber ansonsten danach ist es komplett blind. So. Du bist auch noch weggefordert, dann später von hinten mit den Rücken stichst. Ich kenne es und ich mag es, aber ich kann es nicht spielen. Also ich werde wahrscheinlich auch ein paar Mal ausrasten dabei. So ist es nicht. Ich habe 11 Bomben. Ich glaube, ich möchte zuerst den Doggo. Kann ich? Ja, genau. Einfach weil ich den mit 2 Bomben hinmachen kann. So, und die anderen müsste ich nur warten, bis sie zu einem Explosionsfass gehen. Ach komm, yeet. Put, put. Yeet! Ich habe gerade sehr damit gerechnet, dass ich den actually nicht fighten muss. Oh Gott. Okay. Ich habe keinen Heal, aber das wird schon gehen. Ich muss jetzt nur die Gegner einzeln pullen irgendwie. Komm her. Genau. Jo, ich bin doch gerollt. Ich habe eigentlich nicht B gedrückt, also ich weiß nicht, wieso mein Charakter gedodged ist, aber it's okay. Ist mir doch zu schwer, aber ich denke, sind wir nicht die Einzigen. Ja gut. Ich habe halt die letzte Woche jetzt hier Zombie zugeschaut, die ganze Zeit wieder Demon's Souls gezockt, und habe ich einfach Bock bekommen. Ja, da funktioniert es natürlich. Direkt nochmal bitte, danke. So, da liegt ein Item. Titanenscherbe. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt hier unten sterbe, ich werde es nicht wieder nach oben schaffen. Einfach weil ich wieder in diesem. Dummer Knight vorbei muss. Ist hier draußen noch wer? Nö. Aber da unten ist der Fatty. Der wird dann auch ein paar Probleme geben. Wer ist nicht schon daran verzweifelt? Bist besser, du hast immerhin schon den ersten Boss geschafft. Alter, gestern den Tutorial-Boss, den habe ich gefirst-tried. Ich weiß nicht wie, heute bin ich zweimal verreckt daran, aber ich habe auch dieses Mal kein Rüstungsoberteil angehabt. Das heißt, ich habe mehr Damage genommen als gestern. Aber ich habe halt schon ein bisschen lieber die leichte Rolle. So viel weiß ich über Dark Souls, dass Rüstung nicht komplett unnötig ist und man noch nackt durchs Spiel laufen könnte. Wenn man gut dodgen kann. Das Problem ist halt, ich kann nicht gut dodgen. Das ist so das Main Problem. So. Dann jeeten wir uns mal da nach unten. Ist hier ein Gegner? Nee, da war nur da. Das Bild von. War doch ein. Treasure ahead. Ja, nee. Anscheinend nicht. Hab ich den. Ist der runtergefallen? Hä? Ich sollte doch einen. Zumindest gestern lag hier eine Leiche, wo ein Item drin war. Das war nicht sehr klug, Alter. Das hätte mich jetzt genauso gut killen können. Ist das schon. Ach so, ich hätte da drüber springen müssen, oder? War ich dumm? Bitte sagen wir, ich war dumm. Warte, ich gehe da nochmal hoch. Ich gucke es auch mal sehen, wenn man die PS5 wieder vorbestellen kann, will ich mir dann noch ein Demon's Souls versuchen. Also. Wenn ich überhaupt mal Geld hätte, würde ich mir vielleicht auch mal eine PS5 mit Demon's Souls holen. Aber ich meine, es geht auch genauso gut an einem PS3-Emulator in Theorie. Junge, hallo. Danke. Boah, ich möchte jetzt hier kein Risiko eingehen. Selkie, genau das wollte ich haben. Ist hier noch ein Item? Nee, okay, das war's. Hier mit der Seitengasse. Das heißt, wir können zurück. Dann kann ich mich auch mal wieder ans Bonfire setzen. Meine Flasks auffüllen. Und dann gehen wir da nach unten zum Fetti und Co.
Das wird der schwierigere Teil. Ach ja. So. Alter, mich wundert, dass ich den ganzen Weg darunter nicht gestorben bin. Da liegt ein Item. Na moin. Irgendwie habe ich immer Angst, wenn ich einen Raum schon geklärt habe und reinlaufe, dass er nicht mehr geklärt ist. Und ich weiß nicht wieso. Aber es wird irgendwann passieren, ich weiß es genau. Ach ja, das nimmt mir Geld. Ich spare im Grunde auch so gut, wie es geht. Vor nächstes Jahr Weihnachten wird das, denke ich, nichts. Ja gut, ich fange ja erst ab 1. Dezember zum Arbeiten an. Also, bei mir wird das schon mal definitiv nichts in den nächsten Monaten. Vor allem, weil ich dann erstmal die Kosten vom Internet selber übernehmen werde, Autoversicherung zahlen muss und den ganzen Scheiß halt. Ja, und dann später wahrscheinlich renovieren werde. Vielleicht bessere Internetleitungen legen lassen oder so. Warum habe ich mich jetzt geportet? Ich wollte mich nur hinsetzen. Egal, kann ich einen Level-Up machen? Nö. Das heißt, ich kann mein Schwert upgraden. Ich würde sogar bei diesem Broadsword bleiben. Ich weiß nicht, ob es da noch bessere gibt. Oder irgendwie sowas. Oder was genau bringt Infusen? So, wenn ich hier Broadsword, könnte ich hier jetzt mit dem Rod Gem. Das macht meine Absorption schlechter und mein Damage höher. Aber ich habe dann keine Boni mehr. Die Frage ist, lohnt sich das? Ich habe keine Ahnung. Internet macht gerade nicht so sehr mit. Ah, well, jeder hat heute Internetprobleme. Vielleicht liegt es einfach wirklich an mir. Obwohl eigentlich alles gehen sollte. Meine verworfenen Frames sind schon ein bisschen höher. Ich könnte einmal mein Broadsword upgraden. Das braucht fast gar nichts. Das mache ich mal. Wait, ich kann die Estus Flasks reinforcen. Kriege ich dann eine mehr? Oder werden die einfach stärker? Number of Uses. Ja! So gefällt mir das. Okay, dann wenn ich dich jetzt infuse. Jetzt gerade gibst du mir 47 und dann 163. Das Ding ist halt, wenn ich wüsste, was diese scheiß Attribute bringen. Warum wird es nicht erklärt? Help. View Controls. Wow, das ist eine gute Hilfe. Es zeigt mir genau das, was ganz unten auch steht. Hä? Ja, okay, nee, ich infuse es jetzt mal nicht, solange ich nicht weiß, was das macht. Will ich mal ganz spontan sagen. Warum ist jetzt meine Maus außerhalb vom Bildschirm, obwohl es in-game ist? Cool. Und dann gehen wir mal den Cell Key usen. Würde ich sagen. High Walls of Lothric. Ach ja, der Lothric ist ein Boss. Steht zumindest auf den Stühlen drauf. Und die Stühle sind, werden ja mit den Bossen besetzt, weil ich weiß. Falls ich es überhaupt richtig weiß. Vielleicht weiß ich es auch noch falsch. So, der bleibt gechillt, der andere. Komm, greif an, Brody. Weil immer wenn ich ihn nicht angreifen lasse, sondern zuschlag, dann geht der Boy einfach her und wirft ein fucking Messer, was ihn dann. Ja, ne? Tolles Dark Souls, das hilft nicht mal da. Ich kann man. Warte, wer ist? Ich. Die Werbung gut vorstellen, kauf mich, aber denke nicht, dass ich dir irgendwie helfe. Ja, ich habe zum Beispiel, es wurde erklärt, wie man parryt. Ich habe nicht gewusst, dass man immer nur die letzten Attacken von der, also die letzten Angriffe von der Attack-Combo parryen kann. Deswegen hat mich der Knight vorne auch so kaputt gemacht, einfach komplett. Warte, kann ich den usen? Nee, was fehlt mir da? Mir fehlt Strength.
Ich habe wirklich Strength? Wie viel Strength habe ich? 15. Das braucht ein Strength mehr dafür. Egal! Ich wollte dann eigentlich so equippen, falls ich mal eine Strong Weapon in der Hand haben wollen würde, aber. Ja. Lass ich's halt. So. Die Inder killen wir wieder und jetzt können wir eh schon durchlaufen. Außer da rechts ist jetzt dann die doch ein Gegend oder links. Nee, aber Loot ist auch kein Alter. Warum existiert das hier? Das nicht direkt zum. Ach ja. Nee. No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then? Yeah, why not? Kann ich den equippen, solange ich den dabei habe? Probably nicht, oder? Doch, increases damage. Oh. That, oh. Den use ich, Alter. Der Ring, der gefällt mir. Der gefällt mir sehr gut. So, und actually bei Inventory kann ich das jetzt hier auch rausjeten, wenn das nur ein fucking One-Time-Use war. Ich finde irgendwie sehr wenig Bomben im Vergleich zu gestern. Aber damit werde ich leben müssen. So, jetzt sind wir eigentlich schon so ziemlich auf dem Stand, wo ich gestern war. Außer, dass ich halt noch unten beim Fetti ein bisschen mehr erkundet habe. Ja, da geht's wieder lang. Komm. Oh, zwei Schläge, aber nice. Ende ist das Spiel ganz einfach. Man muss nur ganz oft sterben und weiterspielen. Ich denke, dass die Profis zumindest 100 Mal gestorben sind. Das ist. Ja, das schafft man so oder so nicht auf Anhieb. Das ist ja der ganze Sinn von Dark Souls, dass man dauerhaft verreckt und einfach wieder probiert. Also, ich mag's. Ich liebe sowas halt ja wirklich. Ich habe auch. Den Bosskampf, den Sans-Boss-Fight, den Undertale, habe ich halt auch einfach geliebt. Das ist, glaube ich, immer noch mein Lieblingsboss. Einfach weil es im Vergleich zum Rest vom Game so ein Schwierigkeitsanstieg war, dass ich da mehrere Stunden gesessen bin, dauerhaft gefailt habe, aber irgendwann schafft man es halt und es ist dann einfach nur Genugtuung. Gibt nichts Geileres auf der Welt, als wenn man schwere Bosse schafft. Ja, das ist dann halt auch der Trend von den Spielen heutzutage, so dass die immer versuchen, für die kleinen Kinder gerecht zu sein, zumindest bei Nintendo. Was ich auch mega dumm finde. Try Finger, but... cool. Ich finde die Musik auch einfach episch. Ja, also generell die ganzen... Irgendwie alle Souls-Game, von die ich jetzt irgendwie was mitbekommen habe, ist die Musik immer geil. Vor allem, wenn es bei Bossen abgeht. Warum macht er mit Damage, wenn er einfach nur auf mich zuhüpft? So. Dark Souls gibt's auch für die Switch. Ja, schon, aber ich meine jetzt von den... Ja, okay, das Remastered hätte ich sogar gern für die Switch. Ich spiele das gerade sogar mit dem Pro-Controller. Weil ich sonst so eine Steam-Controller habe und das ist die Kamera einfach nur purer Müll. Komm, lass dich backstampen. Ja, genau so. Ganz braver Fetti. Yeet.
Aber ich meine jetzt eher so bei Nintendo, halt, dass sie die Mario-Spiele zum Beispiel werden auch immer und immer einfacher, dass ich einfach keinen Bock mehr auf die neuen Teile habe und sie mir nur holen wird, eben weil es ein Mario-Game ist. Aber nur deswegen möchte ich mir kein Spiel kaufen. Ich habe keinen Anreiz mehr, irgendwelche großen Titel von Nintendo zu kaufen, die halt von Nintendo entwickelt worden sind, weil ich eben weiß, dass sie komplett easy sein werden. Meine Einschlafmusik, Dark Souls Ost, weißt du? Warte, was? Okay, Verschlüsse, okay, gut. I guess man könnte zur Dark Souls Musik maybe einpennen, aber. But why? So. Dann gehen wir erstmal da lang. Machen wir uns die Abkürzung auf. Nice. Okay, und jetzt können wir. Da gehe ich nicht looten, ne, da lag oben wahrscheinlich. Oh, Abkürzung freischalten. Ich meine, warum auch immer ab. Okay, warte, vielleicht ist es schneller, wenn man vom ersten, ja, müsste eigentlich, oder? Wenn man vom ersten Bonfire hier lang geht, ist das schnell. Harry Potter langsam eintönig wird. Momentan brauche ich Musik, damit Körper sonst nicht entspannen kann. Sonst höre ich Klassik. Okay, ich lasse mir immer YouTube-Videos nebenbei laufen. Also ohne irgendwas nebenbei könnte ich auch nicht schlafen, aber. Extra Einschlafmusik aufdrehen habe ich auch noch nicht gemacht, zumindest noch nicht dran gedacht. Lag doch irgendwo Loot oder habe ich komplett ein kaputtes Brain? Die Antwort dazu lautet obviously ja, aber kann ja nicht so schlimm sein, mein Brain. Als ob da nichts ist. Wie das so falsch in Erinnerung? Ist dann Geheimgang? Nee, schade. Hätte sich angeboten. So. Das sind da Bloodstains gewesen. Green Blossom. Und dann gehen wir jetzt hier hoch. Warum leuchten die so komisch? Egal. Wahrscheinlich nur ein Renderfehler oder so ein Scheiß. So, gibt's hier eigentlich auch irgendein Item? Das habe ich gar nicht geschaut. Nee, hier ist nur nochmal. Schütten, da auf dem Dach liegt auch nichts. Nee. Gut, dann. Je. Weiß noch, wo ich. Ich habe vor 3 Jahren, wo ich mir das Spiel gekauft habe, oder für 4 oder 5, wann das war. Vor 3 Jahren war zumindest Last Played gestern. Ich habe nicht gewusst, wie man zu dem Item hier kommen soll. Ich habe nicht gewusst, dass man springen kann. Okay, da war ich aber auch voll, sehr confused wegen der Steuerung. Au. Weil ich es da am Anfang mit Tastatur probiert hatte und schnell bemerkt habe, dass es absolut nichts wird. Und dann auf Controller geswitcht bin und dann eben die ganze Steuerung nicht erklärt gehabt habe. Ansonsten will ich ja Herr der Ringe hören, aber Audible kann ich gerade nicht öffnen. Ja gut, Herr der Ringe, ich. Ach, keine Ahnung. Einfach die ganzen Kindheitskassetten aufdrehen. Benjamin Blümchen. Okay, meine letzte Firebomb möchte ich nicht wasten. Ich persönlich mag ja auch Herr der Ringe absolut nicht. Keine Ahnung, ich kann mit dem einfach nichts anfangen, wollte ich gerade sagen. Alter, chill mal deine Tits. Boah, der. Als ob das so gut ging. Als ob ich direkt die Waffen von dem krieg. Also, ich hätte lieber das Schwert von dem Ritterboy da oben, aber. Von dem hier, guten Tag, wie geht's? Ja! Jawohl! Oh, ich komme mit der ganzen Steuerung und ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass es für mich so schwer ist. Oh.
Keine Ahnung, also sie ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Am Anfang habe ich dauerhaft die Estus Flasks geused, statt ihn zuschlagen. Weil für mich halt einfach logisch ist von, keine Ahnung, welchen Spiel spiele ich sonst halt, keine Ahnung, Dead Cells oder sowas, dass man mit einem der vier Buttons angreift und dementsprechend habe ich dann immer X gedrückt zum Angreifen automatisch und ja, hat sich nicht gut auf mein Leben ausgewirkt. So, der da ist fucking strong. Ich habe den gestern ein paar Mal probiert, ich habe keine Chance gesehen, wie ich den irgendwie besiegen soll. Also lassen wir den jetzt mal. Heben uns einmal voll und waste in health. Gehen dann nach oben. Da ist noch ein Ritter. Fuck. Nein! Oh. Ja, schlag die Wand. Genau. Nicht wegfokussen! Fokussier den an! Wie habe ich das überlebt? Ja! Oh. Ja gut, habe auch erst vor kurzem mit Einschlafmusik angefangen. Mit meiner Therapeutin empfohlen. Ja, okay, das. Einschlafmusik, ich meine, ich persönlich mag ja auch ASMR. Also, ich könnte zu ASMR auch locker easy wegpennen, wenn ich nicht Kopfhörer drin hätte, was dann halt beim Liegen sehr unbequem ist. Ja, ich denke, ich bleibe hier im Zugügen. Im Zugen, ja, understandable. Danke, Alter. So, die Frage ist jetzt: Wo muss ich lang? Und wo ist einfach nur ein unnötiger Weg? Das sind zwei Skelette. Sind hier rechts Gegner? Einmal ein Crossbow. Die stehen alle eh nicht auf, oder? Ja, wenn die aufstehen würden, hätte ich, glaube ich, ein großes Problem. Da kommen die zwei gerade zurück. Ist da drüben auch ein Crossbow Boy? Probably. Alter, wie langsam sind die bitte? Wie haben mich sie jetzt einer? Geht doch mal schneller. Danke sehr. Okay, wenn die so langsam gehen, könnte ich die in Theorie backstabben. Aber ich habe halt leider schon des Öfteren das Erlebnis gemacht, dass ich jemanden backstabben bin und der Charakter denkt sich einfach, lol, ich schlage nochmal zu. So, hier ist doch hundertprozentig noch wer, oder? Ich höre doch irgendein Atmen auf meinem Ohr, oder? Die laufen halt so zeitgleich hoch. Okay, ich muss schauen, dass ich einen von denen da weglocken kann irgendwie. Dann komme ich da runter. Wenn da oben so eine große Halle sieht für mich irgendwie nach Boss aus und da habe ich gerade keinen Bock drauf. Sage ich, wie es ist. Put, put. Guck mich an. Ja, genau, komm her. Komm her. Ja, komm. Ja, komm. Brudi, komm jetzt her. Ah, der hat mich jetzt auch gehört, nice. Mach doch was. Ich kann nicht zuschlagen, solange dein scheiß Schild oben ist. Ich wollte nicht treten, genau deswegen nicht. Danke, Spiel. Kann man ja einschlafen dabei. Ganz langsam. So. Was? Oh, Kind, das sieht mir nach Boss aus. Beanpole Ahead. Try Friend. Welcher Friend? Ah, die wollen, dass ich jemanden beschwöre, weil Boss und so. Das wird Sinn machen. Aber ehrlich gesagt möchte ich das nicht. Außerdem gibt es hier nichts, wo ich was sammeln könnte. So, die Frage ist, wenn da hinten der Boss ist, was zur Hölle ist dann hier? Tough enemy ahead, but time for head.
Ist jetzt hier ein Boss oder dort ein Boss? Oder ist hier überall ein Boss-Boss? Ich sag jetzt, ich habe 3000 Seelen. Möchte ich die wasten? Ja, ja gut. Die Bosse... riesig und verdammt schnell. Kann ich noch nicht so gut zuordnen. Der Tutorial-Boss war ja halbwegs langsam. Okay, wenn hier direkt eine Schrift liegt, kann ich mal annehmen, dass ich hier gehen kann noch. Fine Work? Was Fine Work? Tough Enemy, das darf ich jetzt nicht vergessen. Illusory Wall Ahead. Ich habe gerade sehr viel Angst. Ich rede einfach mal mit dir. Switch Action? Hä? Ah, okay. Small Lothric Banner. Was ist ein Covenant? A Way of Blue? Hä? Achievement unlocked. Covenant. Way of Blue. Kann ich das equippen? Pale blue sheepskin parchment featuring an illustration of the moon symbol of an ancient accord. Members of the Way of Blue are the beneficiaries of an ancient accord. When a dark spirit threatens them, a blue spirit will grant them assistance and help to root out the invader. Ah, summoning takes place automatically while this is equipped. Ja, nee. Nix mit summonen, please, danke. Da bin ich noch nicht so im Game drin. Das falls ein Dark Black Spirit evaden will oder so ein Scheiß. So. Kommen das ist ein Bündnis oder ein vertragliches Abkommen? Ah, ja, okay. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Covenant da mir einen Blue Spirit geben, also so ein Summon halt, wenn man andere Spieler sammelt, summoned, wenn ein Dark Spirit, also es sind glaube ich Enemies, die so PvP-mäßig unterwegs sind, invaden wird, aber das haben wir ja nicht. Soll ich meine Seelen noch ausgeben vor dem Bossfight oder soll ich es einfach tryen? Ist jetzt so die Frage, die ich hätte. ...3500, ich glaube, da könnte ich mindestens ein Level machen. Ja. Vor allem, weil ich ja noch die ganzen... ...Soul Shard Items da im Inventar habe. Und ich könnte meine Weapon auch nochmal upgraden. Vorausgesetzt, ich habe nicht eine bessere mittlerweile. Und ich kann die ganzen doppelten Weapons verkaufen. Es triggert mich auch ein bisschen, muss ich sagen, dass man Weapons öfter dabei haben kann. Das Schild macht so viel, oder? Nee. Den Bossraum zu verlieren ist die Hölle, ja. Vor allem, wenn man dann am Boss stirbt, wenn man versucht, sie aufzuheben und einfach nicht auf den Boss achtet, deswegen. Aber ich bin erstaunt, dass ich jetzt hier in dem Stream noch nicht meine Seelen verloren habe, irgendwann mal. Ist mir gestern oft genug passiert. So, ich habe auch keine Ahnung, wie dieser Boss denn funktioniert, wenn der actually der Boss ist.
Aber ein Bonfire da vorne wäre ziemlich cool gewesen, aber das kriegt man erst, wenn man den Boss gefightet hat, glaube ich. Wenn ich es von dem LP damals richtig in Erinnerung habe. Das ist man viel besser, ja. Wenn das Ding ist halt, diese ganzen Nights sind dieses Mal so smooth gegangen, dass ich, oh Gott, dass ich eigentlich Angst davor habe, da jetzt gleich wieder lang gehen zu müssen. Ich meine, ich muss ja nicht fighten, aber trotzdem. Ich würde eigentlich gern den blonden Knight killen, der da in der Ecke steht. Weil der muss ja irgendwas Gutes droppen dann. Ich werde das nochmal vor dem Boss probieren und dann notfalls kann ich dann eh einfach nochmal zurück zum Bonfire oder mich einfach irgendwo umbringen und dann die Seelen aufheben. So. Ich wollte nicht zuschlagen, danke. Warte, bevor wir jetzt Inventory. Usen wir einfach mal alle Seelen, die wir haben. Ich wollte eigentlich beide gleichzeitig usen, aber okay. Ich meine, die wird man hoffentlich eh nicht zum Craften oder so brauchen. Black Separation Crystal. Banish Visiting Phantom or Return Home. Ah, da schaut der Homeward Bone ist sicher auch useful. Aber habe ich halt nur einen. Einfach versuchen, kann nur schief gehen. Ja, ist halt so. So, Level Up. Soll ich nochmal Life upgraden oder gehe ich jetzt mal auf Strength? Ich glaube, wenn ich einen Bogen bekomme, brauche ich 14 Minimum. Bei dem zumindest, den ich gestern gefunden habe. Aber ich glaube, ich mache einfach mal weiter auf Strength. Einmal zumindest. Oder soll ich gleich zweimal auf Strength gehen? Oder warte, bevor ich da uplevel. Purchase. Repair Power Energy. Die Firebombs wären schon gut. Ich habe gerade 0. Ist ein bisschen wenig. Ne, eins habe ich, glaube ich, eine Bomb. Erstmal 4700 wasten geht schon. Ich nehme mal 5 oder so mit. Wenn ja nicht schaden. Wenn sich einer. Ja, mache ich immer. Bevor ich jetzt noch meinen Charakter level, ist es vielleicht vom Damage her einfach smarter. Wenn ich hergehe. Ah, ich habe keine Titanitscherben. Ich habe einen Longbow, warum habe ich den nicht equipped? So, was genau macht dieses Infuse? Da gehen mir die Attributes voll. Also. Wenn ich den usen würde, würden mir die Attributes verloren gehen. Es wird weniger Defense haben. Aber dafür halt mehr Damage. Lohnt sich so ein Scheiß? Ich meine. Egal, ich google es einfach nach dem Stream irgendwann. Dann kann ich jetzt noch die doppelten Dinger verkaufen. Melee Weapons. Ja. Warte, habe ich Rüstung auch, oder? Als ob ich nur die. Gestern hatte ich davon 10 Stück im Inventar, Alter, what the fuck? Okay, dann leveln wir. I will take nourishment, thank you. Vigor und Strength machen wir, oder mache ich beides in Strength dran? Jeder Tag ist anders, weiß ich was. Warte, was? Ich könnte auch Vitality. Was bringt mir Vitality? Nur die Equip-Load. Ja, das ist mir dann eigentlich ziemlich komplett egal.
Attunement Slots. Würden damit hochgehen, wenn ich im Schwindetestel Level habe. Ja, ich glaube, ich mache so. Jetzt bei dem Boss werde ich ja probably ein bisschen mehr HP brauchen. Und dann würde ich sagen, sprinten wir einfach. Okay, wir sprinten durch. Fighten vorher noch diesen blauen Knight. Ach so, von den Drops her. Als ob. Als ob das noch so beeinflusst wird auch noch. Das wäre richtig asozial. Naja, egal. So, ich werde jetzt alle Gegner ignorieren, so gut wie es geht. Einfach mal Falldamage taken, ja. Nee, und jetzt einfach mal durchrennen bis zu diesem blauen Knight. Und auch den Gegner da ignorieren, so gut wie es geht. Kann mir der eine Gegner bitte nicht folgen? Das wäre cool. Au. Yeet. So. Den killen wir. Den killen wir. Und falls die dazu von oben runterfallen, killen wir die auch. So ein Opfer. Aber den Fatty werde ich nicht fighten. Sammy, du bist noch da, Alter. Krass. Drück dir die Daumen, vielen Dank. Noch gibt's aber eh noch nicht so Kritisches. Ich hoffe mal, der sieht und hört mich nicht. Hört sich gut an. So, dann gehen wir da ganz gechillt lang, triggern den Pfeil, Alter. Ja, die Routine habe ich noch. Au! Als ob der schon lädt wieder, hä? Ich würde gerade sagen, die Routine habe ich noch perfekt draußen, dann kommt der Scheiß an. Und ich mit deinem Finger tut das nicht ein bisschen weh. Ich hab Pfeil im Kopf. Juckt auch nicht. So, wenn ich da vorbei will, muss ich erstmal hier hochgehen, würde ich sagen. Das heißt aber, diesen Knight hier muss ich killen. Der hat leider die Angewohnheit, dass es ein Knight ist und mir die ziemlich auf den Sack gehen. Oh, wollte ich eigentlich sagen. Junge, warum entfokussiert sich die Kamera immer. Oh, das. Gibt 300 Seelen. Schön. Achso, die Leiter runterrutscht. Die ist ja toll. Ach, wir haben keine Handschuhe an. Das passt schon. Kopfschuss, beide Beine sind weg. So. Jetzt da. Keiner hört mich. Keiner hört mich. Danke sehr. Und jetzt werden wir sterben. So, ich versuche nochmal den zu backstabben. Sonst schlägt er dann einfach immer normal drauf los. Ich muss eigentlich hinten hinken und einen leichten Angriff machen. Ah, diesmal geht's. Juhu. Alter, der macht so verdammt viel Damage und chatscht immer los, wenn man am Healen ist. Oh. Try stabbing in the back. Gestern lag hier eine Message, wo stand Friend ahead. Oh, und es gibt nicht mal guten Loot dafür, nur den Raw Gem. Okay, vielleicht ist der Raw Gem gut, aber ich weiß halt nicht, wie man was Infusen bringt. Der hat bestimmt gerade gelevelt. Fix. So, das Ding ist, ich habe jetzt zwei Flasks habe ich gewastet. Das möchte ich so nicht, also ich fight einfach die, weil die halt richtig gut Seelen geben und hoffe, dass ich nicht sterbe. Wenn ich sterbe, ist es ziemlich kritisch. Warte, ich gehe hier rüber. Ich habe gesagt, ich gehe hier rüber. Chill deine Tits, solange ich den zweiten nicht gepullt habe, ist jetzt alles gut. Okay, der kommt noch nicht. Ich heal mich schnell, dann kill ich die, dann gehe ich nochmal zum Bonfire und dann habe ich wieder 2000 Seelen. Dann kann ich gleich nochmal leveln gehen eigentlich. Wow, das Parent hat sich viel gebracht gerade. Au. Joink.
die Range von dem. Ich hasse diese Sperrboys. Mann, ich wollte den backstabben! Ich hätte auf Endurance gehen sollen, Alter. Ich brauche mehr Stamina, sonst komme ich nicht drauf klar. So. Keine Heals, soll ich dir noch killen? Ich probiere ihn noch. Sonst, wenn ich hier verrecke, kann ich einfach wieder auf dem Weg zum Boss die aufheben. So wird's gemacht, hat auch was Gutes, wenn der Gegner respawnt. Ja, Alter. Jetzt macht er wieder seine Das war sogar nicht 5er Combo, Alter. Okay. Chill. Chill, Brudi, chill. Ich hab gesagt, chill. Nice. Okay, dann nochmal ab nach oben. Wollten Stiche kaufen, ganz frisch von hinten. Oh je. Yeah. Den könnte ich eigentlich auch noch killen, aber wenn der den Beyblade-Move macht, dann bin ich dead. Renn. Oh! Oh Gott. Fucking hell, war das close. Oh, der hätte mich fast noch von der fucking Leiter gejiedelt. Warum lebst du noch, hä? Ach, ich bin an den vorbei. Stimmt. Ah, oh, fuck. Das ist, die ganzen Gegner leben ja noch. Okay, ich habe mein Ziel erreicht. Ich weiß, dass ich den blauen Ritter geschafft habe. Das heißt, ich werde mich jetzt healen. Oh Gott. Der hat sich jetzt schon swarmt. Habe ich vergessen. Oh, shit. Fucking Herzinfarkt einfach. Bruder muss los. Gar kein Bock. Nein! Schön. Typisch Dark Souls. Was war das? Wenn man da nach unten auf dieses Dach geht, diese dürren Boys, gibt es zwei, glaube ich, in der ganzen Map hier, die sich so transformen, und die sind halt einfach unbeatbar, wenn man sie transformen lässt. Deswegen beeile ich mich immer, dass sie sterben, bevor die sich transformen können. Was machst du? Ich weiß nicht. Ich bin durchs Loch gefallen im Boden und einfach erstochen worden. Throwing Knives, ja, die sind voll useful, ich schwör. Desert Chances, ja, okay. Na schau, da sind sie wenigstens schon wieder. So. So, liegen meine Seelen oben? Warum liegen meine Seelen oben? Ich bin doch hier unten verreckt. Liegen die, bitte sag mir nicht, die liegen draußen. Okay. Einfach durch ein Loch und dann nicht in ein Wunderland. Ja, und dann gibt es andere, wie zum Beispiel Sammy, die würden jetzt sagen, Loch ist Loch. So, wir haben genau 2700 Seelen. Die banke ich jetzt auch nochmal und dann geht's straight zum Boss. Travel. Shrine. So, und dann noch schnell Snooze reinheaten. Ist jetzt dumm, ich habe mir leider keine gekauft, weil ich nicht mehr Geld wasten wollte, weil ich noch Geld für Weihnachtsgeschenke brauche. Ich kann nicht wahr. Nee, überhaupt nicht, Sammy. Jetzt habe ich nur noch eine Packung Snooze. Ja, ist ein bisschen RIP. So, die Frage ist, level ich? Oder warte. Mirida, kennst du dich in dem Spiel aus, obwohl du es nicht wirklich gespielt hast? Jetzt mal so eine Frage, weil ich habe mir gestern diesen Heal Aids Spell gekauft und ich konnte nicht usen. Den Boss gucke ich noch ein bisschen, muss ich leider auf. Ja, wenn der Boss jetzt 3 Stunden dauert zum Beispiel, dann bist du noch 3 Stunden da.
Der braucht ja eigentlich nur FP-Kosten, oder? Ach, weil das ein Miracle ist. Ich werde wahrscheinlich noch keine Miracles usen können. Das ist den Dart könnte ich mir maybe holen. Fire Soul Dart. 1000? Ach komm. Also ich hatte nachgeguckt, zumindest die FP hatte ich genug und ansonsten stand auch nicht, wenn ich... Warte, das macht man hier, glaube ich. Wenn ich jetzt sage Tune Spell. Steht auch Attribute Requirements 8 und 0. Wenn ich jetzt mir hier mal anschauen, wie viel ich habe. Ich habe 9 Faith. Oder 8. Na, was das Buch war, das Intelligence habe ich auch 9, ja. Ja, egal. So, dann ab zum Boss. Ja, gut. Ich möchte eigentlich auch nicht wirklich mit Spells und sowas spielen, weil ich weiß halt, dass man damit jedes Souls-Game einfach durchschießen kann, komplett. Ah ja, wenn es einen Unterschied zwischen Sorcery und Miracle gibt, dann wird es wahrscheinlich dran liegen, dass das andere... Nee, ich kann es auch nicht usen. Naja, egal, habe ich halt 1000 Seelen gewastet. Wenn wir den Boss killen, kriegen wir jetzt eh genug. Dieser fucking Knight jedes Mal. Ich hab so Schiss, dass er mich einfach mal hört. Und zurückkommt. Ah. So, ich laufe jetzt einfach durch. Lauf! Sowas finde ich immer sehr cool. Descent, ja, schnell. Die kill ich einfach, die können eh nix. Der ist am Fall Damage gestorben, oder? Ja, perfekt, hat sogar Loot gedroppt, nice. Vielleicht wird man ja ein bisschen vollgehealt, wenn man zum Boss reingeht. Ah, da muss ich selber lachen. Oh, ein Raw Gem. Warum werden mir die Raw Gems heute so hinterhergeworfen, Alter? Ist der gerade einfach da runtergefallen? Ah! Oh, boy. Ich würde dich gerne nicht fighten, das wäre cool. So, dann, hallo, schieß mal bitte, danke. So, wie komme ich da jetzt runter, ohne zu viel Damage zu kriegen? Kann ich hier runterspringen? Ich kann hier runterspringen. Ah. Aber da steht doch auch irgendwo, da liegt der Bogenschütze. Das heißt, je. So, kann ich da runterspringen? Oh, warte, wo ist der zweite? Als ob die jetzt versetzt gehen. Jetzt muss ein klein bisschen, bin ich noch on, muss aber morgen fit sein, habe leider einen Termin. Ah, weil, schade. Ich werde schon irgendwie verkraften können, hoffentlich. Bruder, komm her. Jetzt komm doch! Ich schlafe dabei ein in der Zwischenzeit, ne? Der andere kommt gerade wieder. Ich möchte ihn nicht zu weit vorne killen. Sonst habe ich gleich beide gleichzeitig da dran. Dann kann ich gleich nochmal herlaufen. Ich kann mir jetzt ein Video aussuchen, das so react ist. Stimmt, ich habe Kanalpunkte drin. So, versuchen wir mal den zu backstabben. Vielleicht gelingt es mir. Das war kein Backstep. Soll mir aber auch recht sein. Okay. Dann heal ich mich jetzt mal. Und gehe da rein. Müssen wir Pornhub aufmachen? Nein, muss auf YouTube sein oder Twitch.
Szene. Nice. Mach die Wurzeln kaputt, Brudi, Alter. Ich find's auch komisch, dass man die Seelen eigentlich nicht aufhebt, wenn man drüber läuft. Das war so viel smart, what the fuck. Kann die überhaupt stehen? Hier drin? Nee, oder? Ah, da ist keine Decke. Ja, dann könnte er stehen. Of the Boreal Valley. Wie funktionierst du? Hier sind so viele Blutflecken am Boden. Oh, Alter, wird mich das nicht getroffen. Oh Gott! Oh Gott! Ich krieg bei der Hälfte der Text kein Damage. Ich meine, ich will mich hier nicht beschweren. Was ist das für ein Effekt? Au! Frostbitten! Ja, genau! Genau! Oh. Geh weg, geh weg! Ich sehe nichts. Au! Einfach schön den Schritt ran, genau. Oh ja. Sexy Schmexy. Au! What the fuck? Okay, da kann man kein Damage machen, während ich lieg. Oh no, der macht jetzt den Laser, oder? Macht den Laser? Macht den Laser? Macht den Astral. Oh Gott. Brudi, chill mal. Okay, du bist schon ziemlich chill, muss ich zugeben. Aber, tau mal ein bisschen auf. Die Kälte tut dir nicht gut. Der zerlegt mich komplett. Ja! First Shot! Oh. Jetzt kommt er gleich nochmal wieder. Oh. Alter, wie viel Leben ich hab. Warte, Ember restored? Hatte ich nicht Ember? Ah, ich hätte die ganze Zeit mein Leben boosten können. Cool, cool, cool. Oh, press the stabbing the back in short. Ah, did it. Ja, ne? Kriegt ein gut. Oh, richtig littes Bonfire. Schön. Alter, ich habe den Hintern versohlt, so gut wie es ging. Besser ging nicht. So, ab wann kann ich Spells usen? Oder brauche ich dafür einen Staff oder sowas? Vielleicht brauche ich dafür einen Staff. Ich wollte mich nicht healen, nein, das wollte ich nicht machen. Habe ich einen Staff? Nee. So, was steht hier? No hope ahead, only praise the sun. Okay. Fine work, okay, danke. Peer over the cliff and hold up the banner. Now the real fight begins ahead, may the flames guide thee. Oh. Ich wollte den Text lesen, okay. Alter, danke für den Keks. Alter. Alter, der hat ein Gehirn als Auge. Hui. Alter. Dass die überhaupt so perfekt in Sync fliegen können. Vor allem mit den Flügeln dann noch im Weg. Also in Real müssten den doch längst zerrissen haben. Oh. Der hat wenigstens eins im Gegensatz zu den anderen, was?
Warte, eins war's. So, erstmal Bonfire, wichtig. Hier ist dieses Dorf, da muss ich den Ring abgeben. Aber der Ring, der ist ja halt leider gut. Eigentlich will ich den Ring abgeben, was bringt mir dieser Händler? Also dieser Thief, ich weiß nicht, ob es ein Händler wird dann oder nicht. Ich nehme mal an, es wird ein Händler, weil was ist denn sonst immer da? Manchmal hat kein Gehirn, ja. Sehr viele Leute haben kein Gehirn. Fällt vor allem jetzt hier in der Pandemie nochmal auf. Ich guess, ich gehe noch bis zum Tor runter und schau mir das an. Ich stream 2 Stunden und bin schon so weit, what the fuck. Ich glaube, ich lasse dann aber eh auch gut sein. Ich meine, eigentlich hätte ich schon noch Lust, weiter zu spielen, aber I don't know. Mehr reden müssen als gewohnt ist immer exhausting. Oh Gott. Fighten die sich jetzt? Kriege ich die Seelen dafür? Nee, also eigentlich ist das Kacke, dass sie die gerade killen. Could you please not? Danke. Lebt denn noch ein Doggo? Nee, die haben jetzt alle umgebracht. Schade. 5000 Seelen. Ich sollte mich definitiv zurückporten. Aber vorher sind hier noch 2 Doggos. Die ich vorhin schon gesehen, aber wieder komplett vergessen habe. Hallo, fokus den doch an. Danke. Alluring Skull. Das Lightning to. Prevents Estus Recovery within a limited area. Warum will man das wollen? Wahrscheinlich gegen PvP oder sowas. Aber Boost Stamina Recovery ist okay, das wäre auch useful gewesen im Fight, maybe. Ich muss maybe mehr die Items, die darf ich nicht so ignorieren. Weil die Right Hand boosten ist ja maybe nicht mal so schlimm. Also ist vielleicht useful. Charmer-Ad. Oh, then it's true. The champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Oh. But perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash. How does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Ja. I am honored, truly. I should be dead. Yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly. Weil ich das nicht immer stream, Alter. Absolut kein Plan. Ich stream nicht immer, wann ich Bock habe. Also, probably, weil ich gerade Dark Souls spielen will, werde ich eh morgen irgendwann wieder online sein. Das Ding ist halt, dass ich meistens nur abends streamen kann, weil immer wenn ich nachmittags stream, es ist wirklich jedes Mal so, also auch wenn ich davor 15 Mal frage, ob meine Eltern nicht brauchen, braucht nicht meine Mom dann für irgendwas. Also, vielleicht mache ich morgen wieder um 8 oder 9 Uhr. Ich werde jetzt dann eh auch aufhören. Ich werde jetzt nur noch leveln vielleicht. Und mal schauen, was der Sorcerer da im Angebot hat und ob ich dann jetzt endlich Magic usen kann oder nicht. Also ja, also morgen gegen 8 oder 9 werde ich probably maybe wieder streamen. Wenn nicht, dann nicht. Also ich kündige es meistens auf meinem Discord-Server an. Also wenn du Discord hast, wäre es maybe auch eine gute Idee, in den Server zu joinen. Ich meine, ich ping da niemanden, also komplett muten wäre vielleicht auch dumm, aber alles außer den Updates-Channel muten ist zum Beispiel eine gute Idee. Wenn ich jetzt Tune Spell, ich würde gerne traveln zum Shrine. Da habe ich keine, ja, weil, egal. Ja, dann ciao und vielleicht bis morgen. Mal schauen. Gute Nacht. So, wo ist denn jetzt dieser Sorcerer Boy? Richtig viele Orte. Ah, das ist der Thief. Oh, hello, I'm in one piece. Whatever trinket, just don't ask me.
Ah, okay, der Thief ist actually ein Händler. Bastard Sword. Kann ich comparen? Ich möchte es nicht kaufen. Ich würde sogar. 3000 Seelen ist halt nicht so wenig derzeit noch. Longsword, das war der Standard. Ein Mace wäre auch interesting. Das Bastard sollte jetzt viel mehr Damage machen. Kann ich es nicht irgendwie comparen? Jetzt ernsthaft? Ja, okay, dann lasse ich es erstmal, würde ich sagen. Embers kaufen wird auch nice. Der Thief ist da. Da ist der Old Boy. Dem hinterher guckt. Draw odd truth range. Kann ich leveln bei dem? Ich kann hier leveln bei dem? Warum kann ich hier leveln? Hä? Okay, wo klatsche ich denn den Skillpoint rein? Attunement, nein, danke. Erstmal nicht. Endurance wäre probably smart. Wenn mich das Stamina einfach aufregt. Ja. Level up. Dann Purchase. Da habe ich jetzt Sorcery. Aber ich kann die ja nicht usen, oder kann ich jetzt usen, wenn ich den habe? Reinforce Left Shield with Magic. Reinforce White. Oh, das wäre cool. Attack with a greatsword formed from souls. Das wäre probably auch geil, aber ich kann es sowieso nicht usen. Okay, egal. Kann ich jetzt. Alter, das kann es doch nicht geben. Bin ich wirklich zu dumm, um das rauszufinden? Da, Attribute Requirements 8. 8 Intelligence, ich habe 9. Ich habe den attuned. Was muss ich noch machen? Warum geht das nicht? Ich hol. Ja, okay, ist eigentlich egal. Ja, okay, keine Ahnung. Wir haben einen Boy, wo wir uns Sorceress-Dinger kaufen können. Wir haben jetzt den Bandit, wo wir einkaufen können. Wir haben die normale Trulla, wo wir einkaufen können. Und wir haben den Smithy. Kann ich die Weapon upgraden? Kann ich hier was kaufen? Ja, yeah, Soul Arrow. Ist genau das, was der unten hat auch. Für genau denselben Bereich. Heal Aid. Das habe ich doch schon. Muss ich das hier nochmal kaufen? Achso, nee, das habe ich nicht. Ich habe den Soldat genommen. Ich bin dumm. Leather Shield. Ich glaube, das ist mein Standard Shield eigentlich schon besser noch. Die Rüstung macht ja absolut gar nichts. Da kann ich meine jetzige auch behalten. Ja. Ja, bring more souls. Hihihi. Lach, lach. Oh, ist so schade, schade. Die sind noch so, wie sie sein sollten. Reinforce, schauen wir mal. Ich habe immer noch keine Titanit-Gem bekommen, aber ich habe jetzt Refined Gem, habe ich auch. So, das wären dann 142, das wären 148. 147.
Lohnt sich das so? Was soll ich das? Kann ich mir irgendwas im Broadsword ist das? Kann ich mir irgendwo noch ein Broadsword herkaufen oder sowas? Oder müsste ich das farmen? Ey, Thief Boy, hast du ein Broadsword? Longsword, Bastard Sword. Equipment, schauen wir mal, das Bastard Sword ist überall besser. Außer bei den Attributes, da ist es. Bei Physical schlechter. Oh, mit dem Gewicht. Ich habe nicht die schnelle Rolle. Ja, okay, dann bin ich's. Dann kann ich eigentlich auch unter 60 bleiben, dann letztendlich. Aber gestern nehme ich das Bastard Sword. Warte, das macht 148, das macht 157. Ja komm. Equippe ich das, kann ich das jetzt einmal upgraden? Da habe ich dafür zwei Shards braucht beim ersten Mal. Ich habe zwei Shards braucht. Ja, okay, egal, dann infuse ich hier einmal mit dem. Ich hab zu wenig Seelen. Ah, fuck. Kann ich was verkaufen? Bastard Sword, Broadsword, Mailbreaker, Rapier, Night Shield, Night Helm. Die Bolzen, ich werde nie mein Leben eine Crossbow usen, wenn dann einen Bogen. Das werde ich beim nächsten Boss equippen, den Ring hebe ich mir auf. Der hört sich gut an, sehr gut sogar. So, die da werde ich auch nicht usen, die kann ich auch verkaufen. Ich habe noch Soul Items. Ja, bring more souls. Inventory, use. So. Und einmal Inventory, was macht das? Steeped in Strength. Kann ich das auch usen? Ja, ich kann das auch usen. Was genau macht das? Wenn ich das jetzt bufft vom Damage her, dann habe ich eingeschissen. Das hat mir Seelen gegeben. Ja, moin. Warte, wie schlage ich überhaupt mit dem zu? Ein bisschen langsamer. Ist es den Damage wert? Ich hätte eigentlich schon gern. So ein Bastard-Sword ist aber schon cool. Mann! Ich glaube, ich bleibe bei dem Broadsword. Infuse-Web. Ich infuse mir das jetzt einfach mal mit dem hier. Auch wenn es nicht mehr so viel mehr Damage macht als das hier. Die Attributes werden besser. Und ich glaube, da wird es im Long Run vielleicht schlechter werden. Vor allem, weil die Guard dann schlechter wird. Was macht hier damit alles schlechter? Aber es hat Fire Day. Okay, ich habe sowieso keinen Fire Gem. Was, dann refine ich das mal? Ja. Kann ich das denn jetzt noch reinforcen? Nee. Dann werde ich die 3000 Seelen jetzt für Level Ups usen noch. Ich werde übrigens wieder schauen, dass ich die Streams auf YouTube hochlade, also wenn man das auf YouTube sehen sollte, was eh nicht sein wird. Ich werde es auf YouTube hochladen, weil keine Ahnung warum nicht. Früher habe ich ja eine Zeit lang probiert mit Restream auf Twitch und YouTube zu streamen. Und dann habe ich die gleich oben gelassen, zusammengecuttet. Aber das hat sich schnell wieder aufgehört. So, ich kann ein Level machen. Soll ich das einfach in Strength auch reinkloppen? Ich klopfe es einfach auch in Strength rein. So. Perfekt, dann. Ja, dann reste ich nochmal hier kurz. Und dann sage ich mal. Ja. Ich sag mal ja. Weil ich reden kann, nicht schwör.
So, nee. Ich sag einfach jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Die Frage ist, ist wer live? Das kann ich jetzt schlecht sehen, weil sonst mein ganzer PC abspackt, wenn ich Firefox öffne, weil Dark Souls ein bisschen was zieht. Ich starte aber schnell Firefox. Egal, ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt nochmal meine Endcard ziehen. Da haben, bis ich dann rausgefunden habe, bin ich Host. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen, probably, vielleicht, maybe, I don't know. Auf jeden Fall bis beim nächsten Mal Dark Souls dann halt, ja. Ciao. Thank you.